Pimp up your life from another side. Pimp up your life from another side. Die Schweizer Bevölkerung schlaft den Schlaf der Gerechten, weil wir das Moratorium haben. Und alle denken, das wird für immer und ewig so sein. Aber ich könnte sicher sein, an der ETH oben wird alles unternommen und von den Konzernen wird es unterstützt, dass sich das ändert, dass wir kein Moratorium mehr haben und dass auch endlich in der Schweiz GVO angebaut werden, weil gerade für Syngenta ist das natürlich ein Dolchstoss, dass im Heimatland von Syngenta kein GVO angebaut wird. Da werden sie in Indien gefragt, da werden sie in Südamerika gefragt, wieso haben sie das back home nicht? Und wir wissen ganz genau, um was es geht. Wir Bauern, vor allem natürlich Bio-Bauern, unsere Saaten sind gefördert und wir haben es von anderen jetzt zu Genüge gehört. Weltweit ist ein Trend im Gang, dass alle Saaten aufgekauft werden. Weil das Problem ist nicht nur die GVOs, die modifiziert sind. Oder die Konzerne, da sind ja Chemiekonzerne dahinter. Und die unternehmen alles. Die kaufen ganze Saatgutkonzerne auf in Indien, in Südamerika. Und die kaufen eben auch die konventionellen Saaten auf. Und wie ich gehört habe, in diesen Ländern werden sogar die konventionellen Saaten oder das ursprüngliche Saatgut verboten. Und ich setze mich natürlich als Landwirt ein, dass wir unsere Saat weiterhin verwenden können. Ich nehme auch immer den Weizen an. Das ist ja so halb legal. Eigentlich müssen wir jedes Jahr neue kaufen. Und das einzige Ziel von GVO und Patent, es geht nur darum, dass der Bauer jedes Jahr wieder muss Saatgut kaufen und dass man ganz sicher ist, dass er wieder kaufen muss, würde man am liebsten Saatgut machen, wo sich selber, also Pflanzen, nicht mehr selber regenerieren kann. Das wäre dann Selbstmordpflanzen. Also in dem Gebiet befinden wir uns, was unsere Forschung, die auch an der ETH oben mit Golden Rice und all so Hafenkette gemacht wird, in dem Bereich bewegen wir uns. Es geht eigentlich um Leben und Tod, aber es geht darum, dass Nahrungsmittel ein paar wenige in der Hand werden haben und Patent drauf haben und nichts mehr schaffen für das. Und wir Bauern, wir werden dann eigentlich wieder zu Leibeigenen, wie irgendwie im Mittelalter. Und wir könnten dann einfach da noch Dreckarbeit machen. Und wir müssen dann Sachen produzieren, die wir selber gar nicht möchten konsumieren. Darum sind wir Bio-Bauern. Wir haben ja recht viel in der Schweiz. Und ich möchte euch noch etwas sagen, wieso wie das eigentlich angefangen hat. Wir haben ja für das Moratorium, vielleicht wissen ihr das schon gar nicht mehr, aber wir haben das Moratorium in der Schweiz und gewisse Leute haben gekämpft für das Moratorium. Und zwar, dass eben keine GVO angebaut werden. Und das ist ja im 2005 ist die Abstimmung gewesen und vorher hat es natürlich schon ein bisschen Aufklärung gebraucht. Und ich sage eigentlich immer, wir müssen nicht GVO freisetzen, wir müssen das Wissen darüber freisetzen. Und dann ist das sofort erledigt. Und da hat so viele Leute, die das wissen. Wir haben so viele Leute. Und jetzt freut mich an dem Publikum, also alle, die mitmachen, jung und mittelalterliche und ältere Leute. Also ich bin hoch erfreut, dass ich so viele können mobilisieren. Und ihr Jungen müsst das jetzt weitertragen. Und Totsmal war ja Freisetzung in Lindau. Das ist eigentlich an der Bevölkerung vorbeigegangen. Lindau hat dort einen Freisetzungsversuch gemacht mit resistentem Weizen gegen Mehltau. Und dann die meisten haben das toll gefunden. Und dann hat es eine kleine Gruppe in Lindau, die eigentlich selber nur Schrebergärten hatten. Die haben gesagt, hey, hallo Bauer, was geht denn da eigentlich ab? Und dann nachher hat es eine Gruppe Lindau gegen Gentech-Weizen gegeben. Und ich bin dann Mitglied dort. Und irgendwann hat jeder einen Job gefasst und hat gesagt, okay, ich organisiere Kisten, dass auch Bauern mobilisiert werden. Und dann haben wir natürlich, Informationen haben wir schon längst gehabt. Wir haben gewusst, was für Auswirkungen das sind, zu was für Abhängigkeiten das führt. Und die ersten Schäden von Gentech-Anbau hat man schon gekannt. Zum Beispiel, das Hauptargument war dort mal in Kanada gewesen, der Raps, der ist bereits überall ausgekreuzt gewesen. Also in Kanada haben sie schon dort mal kein Raps mehr müssen anbauen als Biobetrieb oder konventioneller Betrieb, der Raps gezüchtet hat. Das war alles kontaminiert gewesen. Die Kreuzblütler, die kontaminieren über Kilometer weit. Also es gibt keine
Kohabitation, oder wie sagt man, keine Koexistenz gibt es einfach nicht. Das ist ein Betrug von der Wissenschaft, die erzählt, dass Koexistenz sei möglich. Das ist nie möglich. Wie das bricht los? Oder dann muss man es unter sonniger extremen Sicherheitsbedingungen haben, wie sie jetzt Brückenholz haben, was ja auch ein absoluter Stuss ist. Das Geld ist eigentlich für die Füchse. Die müssen so viel für Sicherheitsmaßnahmen machen, damit irgendwie Vögel das nicht weitertragen können und irgendwie noch andere unliebsame Vögel, die auch natürlich würden eindringen, aber das ist jetzt so gut bewacht. Ich würde das jetzt nie machen. Ich weiss einfach, wo wir einen Anlass organisiert haben, ist halt kurz vorher sind die Leute dann aktiv eindrungen. Und man hat dann uns das in die Schuhe schieben. Die Bundespolizei hat dann, haben wir überzeugen, dass wir das nicht gewesen sind. Und der Anlass in Reckholz ist dort dann auch gewesen. Aber dort mal in Lindau, kann ich euch sagen, da ist es uns irgendwie gelungen, Leute zu versammeln. Wir wollten am Strickhof, das ist auch noch etwas, am Strickhof haben wir wollen eine Veranstaltung organisiert, in einer riesen Halle und Gemeinschaftsräume. Und wir denken, da können wir, da hat es ja Räume, da können wir benutzen. Wir haben das gesucht gemacht. Das ist am Schluss bis niemand will entscheiden, der Direktor nicht, dann ist die Politik gegangen, der Chef vom ALN nicht, dann hat die Regierungsrätin Rita Fuhrer schlussendlich abgelehnt, dass man eine Kundgebung macht gegen die Freisetzung direkt neben dem Schrickhof. Schlussendlich habe ich Unterstützung bekommen von einem IP-Bauer, der gerade nebenan war, hat gesagt, komm, du kannst es auf unserem Land machen. Wir haben ein Zelt aufgestellt von 1200 Leuten, das war pumpenvoll nachher. Und ich kann euch sagen, das Bild, das vergisst sich nie mehr. Auf den Gewächshäusern von der ETH, hat ausgesehen wie Scharfschützen in Mittelamerika, sind sie also gestanden auf diesen Flachdächern oben, Polizei, und haben das dem Treiben zugeschaut. Das war sehr eindrücklich. Wir haben einfach da, was uns gelungen ist, wir haben das Wissen über Gefahren von Gentech können in die Seite bringen. Ich habe zum Beispiel den René Vanacker von Kanada eingeladen. Der Percy Schmeisser war schon bekannt, das ist der Bauer, der eben eigenes Saatgut produziert hat über Generationen. Und dann ist es kontaminiert worden. Er hat Monsanto eingeklagt. Monsanto hat dann ihn eingeklagt. Er hat ja unerlaubterweise Saatgut von Monsanto auf seinen Feldern, obwohl er das natürlich angewehrt hat. Das ist ja von anderen Feldern zu ihm gekommen. Dann ist er also eigentlich schlussendlich verurteilt worden, dass er Patentmissbrauch betrieben hat. Also das ist schlimmer, kann es ja nicht sein. Schlussendlich, er hat dann Prozesskosten nicht müssen zahlen, weil jeder gewusst hat, dass es Schiss ist, aber sie haben einfach das Patent müssen schützen. Und wie gesagt, ich habe dann den René Vanacker, der ist da Zeuge im Prozess, das ist bis zum höchsten Gerichtshof gegangen in Kanada. Und wenn da der Percy Schmeisser gewonnen hätte, wäre eigentlich Gentech erledigt gewesen. Weil dann hätten sie müssen Schadenersatz zahlen an Percy Schmeisser, das wäre dann teuer geworden und weltweit. Jetzt ist es halt immer noch so, dass wir in einem Unrechtsstaaten sind, die schützen nämlich Konzerne vor der Bevölkerung. Im Weiteren, was da war, ich habe dann natürlich recherchiert auf den Anlass hin, und ich habe dann von Deutschland von einer Straubengeschichte gehört, und zuerst konnte ich es fast nicht glauben, aber das ist der erste Bauer, der in Deutschland BT-Mais angebaut hat von Syngenta, und redet bitte nicht immer von Monsanto. Es tönt mich immer so, es tönt so nach Anti-Amerikanismus. Ich meine, wir haben den schlimmsten Amerikanismus in dem Sinn, in Basel unten bei Syngenta. Die machen genau das Gleiche. Also ich habe dann den Fall kennengelernt, ich habe recherchiert, und dann haben mir Umweltverbände und alle gesagt, komm, halt die Finger weg, das ist eine dubiose Geschichte, und der hat noch Gerichtsfall am Hals. Also so macht man die Leute mundtot, wenn es irgendetwas schief läuft für Konzern. Es war so gewesen, dass es der erste Bauer in Deutschland, Gottfried Glöckner, der grossflächig BT-176 Mais angebaut hat von Syngenta. Das hat damals noch viel mehr von dem BT-Toxin exprimiert, eigentlich viel zu viel. Das hat dann nicht nur den Maiswurzelbohrer und den Maiszünsler kaputt gemacht, sondern eben auch noch gerade Kühe, weil es genug hochdosiert war. Also ihr müsst euch vorstellen, da haben die Firmen einen Mais konstruiert,
Sie sagen dem ganz herzlich, ein Mais, welcher sich selber schützt. Also der produziert das Toxin, wo einfach lange zum Schädling fernhalten, natürlich auch Nützling, die gehen dann auch kaputt. Der ist dann schlussendlich eigentlich aus dem Meer gezogen worden, wie in den USA, hat man dem nachgeredet, dass er den Monarchfalter schädigt. Da hat es so Studien gegeben. Und das ist den Amerikanern ziemlich heilig, der Monarchfalter, obwohl er jetzt nicht dezimiert wird, aber schlussendlich ist er vom Meer gezogen worden. Aber beim Gottfried Glöckner ist es angebaut worden, seine Kühe sind krank geworden. Er hat schlussendlich die letzten 5 Kühe irgendwann, die habe ich noch gesehen, die sind alle zusammen entweder eingegangen oder geschlachtet worden. Ein elendes Drama. Schlussendlich hat er Schadenersatz verlangt. Dann ist irgendwann einmal ein Hitman, also ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, irgendwann ist ein Hitman vorbeigekommen und hat ihn gefragt, ob er überhaupt wüsste, gegen wen er klage. Und dann ist ihm schon klar gewesen, schlussendlich haben sie ihm das Hausverfahren angehängt, die Familie ist auseinander, der Betrieb ist eigentlich flach im Moment. Und sie haben dann ein solches Verfahren angehängt. Er war dann 2 Jahre im Knast gewesen. Ich bin der Einzige, der den Knastbesuch organisiert hat für den Gottfried Glöckner, wo zum Beispiel der Chef Greenpeace angefragt hat bei mir in Neubrunn, wieso. Er wüsste zwar nicht wieso, dass er mir anrufen muss, aber der Gottfried Glöckner hat null Unterstützung mehr gehabt, in seinem Umfeld. Und wie gesagt, so kann so ein Burger, wenn er sich wehrt. Er hat gesagt, ich bin bereit anzubauen, aber ich werde auch immer erzählen, was damit geht. Und er hat selber nicht, er ist fasziniert gewesen von dieser Technologie, was man da alles machen kann. Aber schlussendlich ist total schief rausgekommen. Und schlussendlich über die Jahre, er ist jetzt wieder zweg, er macht weltweit, macht er Informationsveranstaltungen, Kategorien. Und ich kann euch sagen, dass zum Beispiel Russland im Moment auch EVO, die auf 10 Jahre raus verbieten, das hat auch, dort ist auch der Gottfried Glöckner beteiligt. Ich sage einfach, Widerstand lohnt sich. Und es geht nur mit Widerstand von Basis, weil von der Forschung könnt ihr gar nichts erwarten. Ihr lebt von dieser Forschung, sie werden gesponsert von den Konzernen. Dann einfach noch bis zu, wir sind natürlich international, wir haben dann an dem Anlass in Lindau haben wir Public Health and Science gegründet, weil ich gesagt habe, wir haben so viele Studien, die auf Englisch geschrieben werden und die Schweizer haben keine Ahnung, was geht im Bereich GVO. Also machen wir ein transparentes Auge auf die Wissenschaft und dann will so Studien übersetzen, das kostet noch recht viel Geld. Jetzt haben wir ein kleines Verein und wir haben ein bisschen, also wir haben Mitglieder und wir tun das so finanzieren. Widerstand lohnt sich. Wir haben dann zum Beispiel, ihr habt da den Song gehört, der gefällt mir schaurig gut. Gendrek weg. Also, wir waren Mitgründer von Gendrek weg in Stuttgart gewesen. Und wir haben uns gesagt, das kann einfach nicht sein, dass das eben auch in Deutschland Fuß fasst. Und es tönt ein bisschen schrecklich, aber es ist Gift und es ist absolut schlecht und es ist niederträchtig, wie das eigentlich hinterm undercover eigentlich verteilt wird. Und dann hat es immer mehr dann so Aktivitäten in Deutschland, Gendrek-Weg-Aktionen, wo es dann Felder wirklich sind, abstampfen. Und ich habe gesagt, ich als Bauer, ich gehe kein Mais abstampfen, aber ich komme kann erzählen, wie wir in der Schweiz das Moratorium jetzt haben. Und das ist immer, das hat's fasziniert, weil wir die Möglichkeit von einer Initiative haben. Und schlussendlich im Zusammenhang in Ostdeutschland, das ist in Strausberg raus, dort ist dann auch so, also absolut unverhältnismäßig, es sind 300 Kundgebungsteilnehmer gewesen, mindestens so viel Polizei mit Fahrzeug, Transportfahrzeug, berittene Polizei. Und dort am Schluss sind wir dann auch noch gepackelt worden und in den Knast gehalten worden. Und ich kann euch sagen, so eine Solidarität wie in diesem Knast habe ich gar nie erlebt. Das war ganz spannend gewesen. Man hat dann die Geschichten gehört von allen Leuten, was die erlebt haben. Und am Abend um 10 Uhr sind also noch 16-jährige Mädchen eingeliefert worden. Absolut absurd. Ich habe mir dann auch gedacht, hört man dann etwas in der Presse nachher? Am anderen Tag sind wir in Ostberlin, sind wir alle Zeitungen gekauft, ist überhaupt nichts drin gestanden. Es ist von einem irgendwie Zufgelage in Prag gewesen oder irgendetwas Aktuelles, aber ganz sicher nicht über den Widerstand. Und darum wichtig ist einfach, dass es Basis weiss und dass wir das weiterverzählen. Und jetzt müssen wir langsam wieder anfangen, uns gut vernetzen und Gas geben. Weil auf 17, da könnt ihr sicher sein, da wird Lobby alles versuchen, um das Moratorium zu knacken. Ich halte, in dem Sinn höre ich mal auf vorläufig. Besten Dank.
Also, Bio für jeden dreht sich eigentlich um Ausschussgemüse. Und es ist Bio-Ausschuss. Und es ist. Das Potenzial ist noch nicht mal angekratzt, das da oben ist. Es geht so viel verloren bei diesen Bauern im Gemüsekeller, weil sie es nicht den Grossabnehmer verteilen oder verkaufen können. Und weil sie eben das auch nicht weitergeben können, weil sie gar keine Zeit haben, um die Kunden zu suchen, die das auch wollen. Und wir haben jetzt angefangen, damit diesen Bauern das Gemüse abzunehmen. Ja, und dann haben wir den Gemüsestand. Es hat von Rüebli, Sellerie bis Herdöpfel, Agria sind es, mehlkochende. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Zugetti zum Beispiel. Wir haben es auch mitbekommen, es ist auch Ausschuss. Ja, warum wir den Verein eigentlich angefangen haben, ist, weil ich einen kennengelernt habe und die Möglichkeit hatte, das Gemüse zu beziehen. Und sie hat dann überlegt, ja, was ist wichtig? Ich habe dann zuerst einen kommerziellen Verein aufziehen und Profit machen. Und haben mir dann überlegt, ist es wirklich das, was es braucht? Einmal ein Bio-Gemüsestand, der Profit machen will. Oder ich finde es super, dass es Bio-Gemüsestände gibt, aber es braucht dann etwas anderes für Leute, die weniger Geld haben, um täglich Bio-Gemüse zu essen. Und darum gibt es Bio für jeden. Und für jede. Gleichzeitig gibt es auch super andere Projekte wie Biorampen. Sie ist jetzt auch da und hat Ausschuss Sojajoghurt, was sie da gratis weitergibt. Die sind heute abgelaufen und man muss sie essen. Also, helfen mit gegen den Food Waste! Noch kurz zu der Biorampe. Das ist ein junger Betrieb, der mit einem grossen Bioverteiler zusammenarbeitet. Und sie bekommen eigentlich all den Ausschuss von diesen Bioverteilern, wie Biopartner oder Picobio. Und die haben palettweise Produkte, die ablaufen, die sie nicht mehr weiterverkaufen können, wie sie das ausrechnen können und dann lohnt es sich nicht mehr für sie. Sie gehen innen sonst kaputt. Und Bio Rampe, die kümmert sich jetzt darum und gibt das weiter. Ja, unterstützen Sie! Miteinander schaffen wir es! Also, Nahrungsmittel werden oder Saatgut wird nicht nur vernichtet in Kolumbien, sondern das passiert täglich auch bei uns. Ich hatte auch die Herdöpfel, wo kleine Menge von dem, wo letzte Woche im Korb geworfen worden ist, das sind Saatherdöpfel. Stellst da an und jeder kann sich einfach näher irgendwo in der Stadt einpflanzen, dann gibt es ein bisschen Herdöpfel. Sehr schön, sehr schön. So viel zum Guerilla. Eine Frage? Was können wir weitermachen? Ja, das, ja eben, wie ich schon erwähnt habe, ich denke, Veränderung beginnt bei, oder fängt bei jedem Einzelnen an, dass er sich bewusst wird, was macht er den ganzen Tag, wie ernährt er sich, was unterstützt er. Ich meine, ich kann auch Nike-Schuhe an, okay, was soll's, ich bequem und klar, logisch, oder? Aber ich denke, jeder soll seine kleinen Schritte machen. Du kannst nicht alles aufs Mal umstellen, das geht nicht. Das ist irrealistisch. Es gibt diverse gute Seiten, wo ihr euch informieren könnt, welche Firmen das was drin haben, welche Firmen das wo mit angehängt werden, sind und wie dass ihr das Ganze können unterstützen könnt. Wenn ihr nur schon zum Bauern geht oder auf den Markt, wo es schon genug da in der Stadt Zürich gibt, dann macht ihr schon etwas Kleines, oder? Dann macht ihr etwas. Anstatt irgendwie. Ich darf es jetzt nicht sagen, sonst geht es wieder. Ja? Säckeln und dort das günstigste und schnellste posten. Es braucht Zeit, es braucht ein bisschen. Ja, auch ein bisschen Herzblut, um das Ganze ein bisschen ändern, denke ich. Aber, ich meine, es zeigt, dass sie interessiert sind und ja, jeder macht seinen Schritt, oder? Also gründet eine eigene Genossenschaft,
eine kleine Genossenschaft bis zu etwa 30 Leuten oder ein bisschen mehr. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist Arto Noco, die haben 500 Leute, die zusammen selbstversorgende Kommunen aufgebaut haben. Und die kooperieren zum Beispiel mit der Comedor, sie vertreiben das Ganze, arbeiten auch zusammen mit Bio für jeden, nehmen da gemeinsame Sitzungen teil, organisieren sich selber. Grosskonzerne, die sind meistens ein bisschen anonym, keiner weiss so richtig, was der andere so ein bisschen macht. Und in einer kleinen Kommune, da kann man sich auch gegenseitig ein bisschen auf die Finger schauen und so verhindern, dass gewisse Leute sozusagen aus der Reihe tanzen und selber nur für ihren eigenen Profit arbeiten. Ich bin der Sascha. Und wir sind das Koch-Kollektiv. Wir sind ein feines, warmes, veganes, biologisches, saisonales Essen gegen freie Spende zum March against Monsanto oder Marsch gegen gentil veränderte Lebensmittelbrot. Wow, super, danke. Und das war das Essen. Jetzt können wir doch mal schauen, wie das Essen schmeckt. Darf ich euch gerade mal schauen, wie das Essen schmeckt? Und du, Hans? Wie ist das Essen? Sehr gut. Super. Ja. Dir schmeckt es auch? Super. Pimp up your life from another side. Pimp up your life from another.